Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Curse of the Azure. Nach dem letzten Mal haben wir hier erfolgreich nicht gegen einige Dutzend Drachen gekämpft. Und wir können zwar zum Teil aufsteigen, zum Beispiel mit Martigen. Ich habe aber festgestellt, dass wir hier nicht so ohne weiteres wegkommen. Wir müssen also durch den Tower durch, um wieder rauszukommen. Können wir gucken, was hatten doch noch irgendwo. Du hattest doch noch Encamp. So. Schauen wir uns mal unsere Leute an, was wir Ausrüstung noch haben. Die Skull hätten wir natürlich auch benutzen können für den Kampf gegen die Drachen. Also dann wäre das alles kein Problem gewesen. Dann wären wir völlig immun gegen Dragon Breath gewesen. Aber auch die wollen wir uns analog zum Dust of Disappearance aufheben, allerdings für sehr, 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 sehr viel später, nämlich genau genommen für Pools of Darkness. Ja, wir planen im Voraus. Ich glaube, das ist die. Also man hat einen Pools of Darkness, findet man auch so eine Scroll. Und ich habe üblicherweise immer noch eine zweite gehabt aus einem vorigen Spiel. Ich glaube, es war aus diesem. Es kann auch sein, dass die aus Secret of the Silver Blades ist. Das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da es die hier sein kann und ich es wie gesagt nicht mehr genau weiß, heben wir sie uns lieber auf, weil die werden wir brauchen, wenn wir Daves Challenge versuchen wollen. Weil dieser Protection vom Dragon Breath nämlich freundlicherweise nicht nur vor Dragon Breath schützt, sondern auch vor dem Odem von Dracoliches und vor allem vor dem Odem von Bane Minions. Ganz wichtig. Aber gut, wir wollen jetzt erstmal gucken, das Wärtner konnte doch hier noch irgendeine Schriftrolle. Level 5 können wir noch nicht. Na gut, dann schreiben wir erstmal nur Minor Globe ab. Rasten können wir hier ja. Müssen wir was memorieren? Ja. Ah ja, Mirror Image haben wir gezaubert. Yes. Und du hast. Ach ja, da haben wir ja eine ganze Menge. Resist Fire. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir erstmal zweimal Hold Person und nur dreimal Resist Fire. Dann noch ein Prayer und was haben wir noch gemacht? Protection, das war ja nicht so übermäßig cool. Dann nehmen wir mal lieber Cure Serious Wounds. Okay. So, legen wir uns noch mal eine Weile aufs Ohr. Fixen uns noch kurz und dann geht's los. So, wir sind hier oben auf dem Dach von seinem Türmchen und gehen einfach mal runter. The stairs lead down here. Do you want to take them? Ja. Guten Tag. Guarding the stairs is a burly dark elf in plate and shield. He raises his shield at your approach, revealing a symbol of pain. Ja, das hat einen Grund. As everyone Withers in agony, he wordlessly attacks. Ja, das ist, der ist, sieht ja aus wie der popelige Drow-Kämpfer. Ist es aber nicht. Ja, das ist Tag 11, laut minus 7, 108 Hitpoints. Viel Spaß. Wir können jetzt also mal versuchen, ob wir, ihn treffen. So, machen wir erstmal anständig um ihn rum und lenken ihn ab. Oh, wir haben. Wow. Gar nicht schlecht. Hast du nur was? Also 16 gewürfelt oder 17 sogar wahrscheinlich. Gar nicht schlecht. Gehst mal weg. Ich weiß gar nicht, ob der zaubern kann. Aber ich glaube nicht. Muss er auch nicht. Wir treffen ihn. Was ich nämlich eigentlich ausprobieren wollte oder euch zeigen wollte, ist, wozu Poison so unglaublich nützlich ist. Was natürlich nicht geht, weil das so ein Arschloch ist. Fuck you, fuck you, fuck you very much. Okay, weißt du was, du blöder Penner? Ich probiere das nochmal. Ach nee, geht nicht mehr. So, haben wir nicht schon angefangen? Na gut, dann schlagen wir eben drauf. So. Delay. Der macht ganz gut Schaden, wie wir sehen. So, probieren wir das jetzt nochmal.
schade. Der klappt nämlich theoretisch. Also zumindest manchmal. Leider hat man ihn ja nicht allzu oft. Und wenn man ihn dann noch einmal verliert, weil der Penner einen trifft, wird das ein bisschen schwieriger. Also jetzt können wir. Nein, können wir nicht. Gut. Na gut, dann geht. Bieten wir ihm noch ein paar mehr Ziele, damit es fairer ist. Hallo? Ach, come on. Ja, der ist gut. Ah, nett von ihm, dass er immer wieder auf andere haut. Irgendwann kriegen wir dich. Wir können ja auch noch mal, was theoretisch auch geht, ist Hold Person. So einfach geht's, ne? Und tschüss. Ahem. Also der ist ohne Zauber relativ heikel, wie wir sehen. Ich meine, wir sind zu sechs und er ist nur alleine, aber wir sehen, wie gut er ist, wenn wir zu sechs sind und er alleine ist und das ausgeglichen sich gestaltet. Das Schöne an ihm ist, ne, die Gems sind nicht so wichtig, aber wir nehmen jetzt seinen Kram mit. Und zwar, das ist eine Plate Mail plus 3, glaube ich. Schauen wir mal. Also wir haben jetzt minus 3. Sagen wir minus 5. Das ist ja schon mal deutlich besser. Überlege gerade, wer das am ehesten gebrauchen kann. Vielleicht mit Martigen. Rüsten wir dich da mal mit aus. So. Minus 6, ja, das liegt daran, dass du ein besseres Schild hast. Dann nehmen wir dir, du hast minus 3. Musst du jetzt minus 5. Und dann nehmen wir dir dann Schild plus 1 weg, geben das Brian. Und Brian gibt dir das. Und dann sind wir ungefähr wieder pari. Also der Unterschied nicht mehr so groß. So, und das soll ja halbwegs ausgewogen sein. So, dann, ja, ich glaube, es ist ein Platten plus 3. Das Schild ist offensichtlich plus 2. Und mal gucken, ob das Schwert auch besser ist. Wir haben jetzt Taco 7. Das ist ein. Draw Longsword plus 5. Das gönnen wir uns jetzt mal. Das Blöde ist, dass das ja sich wieder in Wohlgefallen auflöst nach einer Weile. Was die ganze Sache so ein bisschen unangenehm macht. Oh, if it leads a band of dark elves against you. Ich wollte mich jetzt erstmal ausruhen, Spiel. Hast du andere Pläne? Gut, dann probieren wir gleich mal unser schönes Longsword aus. Das war gut. Das war auch gut. Ja, immer drauf. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Musste noch mal sein, ne? Aber bitte, wenn es dich glücklich macht. Da muss erst wieder Mausling kommen und das regeln. Nee. So. Alles tot. 3000 neue Erfahrungspunkte. Dankeschön. Mehr Kram, den wir nicht brauchen. Ne? So, können wir jetzt mal. Danke. Ja. So.
Das hat ja, war ja alles sehr schmerzhaft, deswegen speichern wir erst, rasten wir erst nochmal, gehen nochmal runter und müssen jetzt nochmal gegen euch kämpfen. Das hatte ich fast befürchtet, aber zumindest ist der Dark Lord weg. Dark Elf Lord weg. Das ist gut. Da, 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 da. Oh. Okay, Planänderung, ja. So. Fall hat das dazu geführt, dass wir 3300 Erfahrungspunkte mehr haben, ein bisschen mehr Gems und vor allem mehr Hitpoints. Weil ich glaube, hier werden wir uns häufiger prügeln müssen. An armored contingent of Dark Elves charges. Ist aber fair, dass das immer nur vier sind. Was? Du kannst dich nicht mehr bewegen, warum du hier zu viel Geld hast. Okay, Job. Weiter bewegen. Doch sechs immerhin. Mal noch mehr Geld wegschmeißen. Melbourne ist ja auch nicht mehr weg damit. Ist das jetzt besser? Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Nur jetzt stehen die alle im Weg. Ist auch nicht besonders glücklich. Ja, mach. Mach dein Ding. So, bist du vom Magier totgeschlagen worden. So. Ja, wahrscheinlich sammeln wir jetzt das ganze Geld wieder ein. nee. So. You are assaulted by a reptilian stench. You see massive change attached to the walls with huge but empty collars. Across the room you hear a deep growl. Ja, was jetzt kommt, ist unangenehm. Wyverns. Die können poison, also die können auf jeden Fall irgendwas Unangenehmes machen, deswegen. Gut. Wie weit seid ihr weg? Das ist ein bisschen weit. Deswegen. Ich glaube, die haben keine Odem-Waffe. Machen wir mal lecker Feuerball. Naja, so richtig viel hat es nicht gebracht. Ich hasse diese Viecher. Okay, ich würde sagen, das ist rechtfertigt schon mal wieder ein Reload. Toter Charakter muss ja nicht sein.
fix um. Crit. Nope. Und nur 1000 Erfahrungspunkte, das ist echt lächerlich, ne? Also, es ist, naja, ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich wieder, wenn ich den Kampf ohne Verluste geschafft habe. Also, bis gleich. So, und da bin ich wieder und wir haben die Wyverns besiegt. Ich habe allerdings tatsächlich Haste einsetzen müssen. Ich habe es fünfmal versucht vorher ohne Haste und immer hat es mindestens einen von uns zerrissen durch Gift. Und das konnte ja irgendwie nicht so bleiben. Und mit Haste ist das dann allerdings glücklicherweise auch kein großes Problem. Aber, oh Gott, ohne Haste ist es schwierig, das ohne Verluste zu überstehen. Und da Verluste, wie wir wissen, in diesem Spiel ziemlich nervt oder in diesen Spielen immer ziemlich ärgerlich sind, also Verluste durch Gift, versucht man das natürlich zu vermeiden. So, Dankeschön. Sag mal, was ist denn los mit euch? Na, also. Und das Ganze haben wir jetzt wofür gemacht? Noch mehr helfen. Das Ganze haben wir dafür gemacht, damit wir uns noch häufiger prügeln können. Da, der ist tot. Tot. Und der ist auch tot. Nein. Nein. So, jetzt ist er tot. Meine Fresse. So, und hier haben wir. Hurra, das hat genau gar nichts gebracht. Fuck you, Game. Nee, hier. Ist einfach nichts. Hier wären wir auch hingekommen, wenn wir. Trial of the Sphere. Aha. Hier wären wir auch hingekommen, wenn wir nicht durch den Wyvern-Raum gegangen wären. Trial of the Sphere. Does anyone understand? Oh, ja, probieren wir mal. Och, Favrit, mach mal. You pass into a dim room occupied by a young mage dressed in red and holding a silvery rod. Between the two of you is a floating dead black sphere. The wizard intones. This is a sphere of das, was tot macht. This is a sphere of any... Oh mein Gott. Annihilation. Ich trinke mal einen Schluck. This is a sphere of destruction. Its touch means utter destruction. Gut, das war, hat nicht so gut funktioniert. Its touch means utter destruction. Only a mage can control its flight. You may surrender at any time. Your opponent focuses on the sphere. Ich bin aber kein Magier. Ist das nicht ein bisschen unfair? Concentrate on the sphere. The sphere moves towards Favrit. It is only 30 feet. Ja, das ist nicht so schlimm. Nochmal. Moves towards Favrit. Ich sehe schon, wo das Problem liegt. Oh, jetzt haben wir gerade gewonnen. Okay.
konzentriert er sich gerade nicht mehr. Ich denke, du bist so konzentrationsfähig. Du bist ein verdammter Magier, du musst das können. Das sind die, das müsst ihr lernen. Wahrscheinlich lernst du, oder ist das hier gerade so ein Trainingsraum? Oh, sieht schlecht aus, Kumpel. Ich fürchte, das war's. As the sphere reaches the red wizard, he raises his rod in panic. The two meet in a tremendous explosion. Mein Gott, heute Morgen ist aber immer wieder schlimm mit dem Lesen. That rocks the building, leaving nothing of the sphere or man. Ja, und in deinem nächsten Leben denkst du mal darüber nach, dass du gerade in einem Wettkampf des Geistes gegen einen Kämpfer verloren hast. Ne? Nur mal so. Also Augen auf bei der Berufswahl. The chests lining the walls contain many valuables. Oh, ja, in der Tat. 13 Mal mehr, als wir für die Wyverns gekriegt haben. Fuck you, Game. Money. Okay, danach können wir uns dann alle nicht mehr bewegen. Aber gierig, wie wir sind, stecken wir erstmal... Ne, können wir gar nicht alles einstecken. Muss man eine ganze Menge liegen lassen. So, da wollen wir mal gucken. Eigentlich haben wir so viel Gems und Jewelry, da können wir einen ja Platinkram wegschmeißen. Ja, das hat keinen Sinn. So. Drop. Ja, jetzt fängt das so langsam an, was wir ja in Pool of Radiance noch überhaupt nicht hatten, was wir allerdings spätestens in Pools of Darkness gang und gäbe ist und eigentlich, naja, ihr seht es. Auch jetzt schon, man weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Buchstäblich nicht. Also man schmeißt es tatsächlich weg. Okay, ist es sonst noch Items haben wir hier. Die nehmen wir mit. Die sind bestimmt, da können wir verkaufen. Cleric Scroll ist für den Cleric. Stecken wir erstmal alles ein. Nee. Sonst noch was, außer Unmengen von Geld, die wir jetzt leider nicht mehr rankommen. Die haben sich in dem Moment, in dem wir sich fallen gelassen haben, leider in Luft aufgelöst. Okay, wir wollen hier aber auch eigentlich nicht länger sein. Wir wollen hier raus und könnten eigentlich auch mal wieder rasten. Ne? Wir haben ja jetzt hier so viele Patrols besiegt, das waren ja wahrscheinlich alle. Das ist richtig. Dann... the stairs lead down. Jo. Na, wieder ein... noch ein Dark Elf Lord. You may pass if I can select one of your items and money. Will you pay? Nö. Refusing to back down, you rush the Dark Elf and he disappears in a puff of smoke. Another illusion. Der erste war aber keine. Nur mal so als kleiner Hinweis. Spiel. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier rein. Hier ist nichts. Ist hier schon gar keine Patrouillen mehr? Das ist ja langweilig. Hallo. This area is guarded by dark elves with owl bears. Bears. Ne, das ist mal eine... ja, das sind ein paar. Willkommen im Zoo. Nee, ich wollte eigentlich... gut. Ich wollte eigentlich erstmal gucken... Oh, da hinten ist ein Magier, den nimmst du mal. Da gehen wir mal. So. Guten Tag. Ach, ein Cleric, noch besser. Ist auf der anderen Seite auch einer? Nee. Na gut, dann hilft ja nichts. Ja, Hax Wärtner.
Die sind sehr knuffig. Die umarmen einen immer gleich. Das ist furchtbar. Also, dann müssen wir das jetzt von Hand machen, weil wir umarmt sind. Können wir uns nämlich nicht bewegen. Wir können sie aber gleich wohl totschlagen. Können wir auch einfach immer nicht treffen, dann dauert das länger. So, gut. Der Bär ist nicht, der Eulenbär ist nicht mehr da, der umarmt dich nicht mehr. Du kannst dich jetzt wieder bewegen, Wärtner. Auch wenn das Spiel das nicht so sieht. Naja, wollen wir aber nicht so sein. Kleiner Glitch, beziehungsweise kleiner Oversight. Das ist ja. Er gilt einfach als paralyzed und das Spiel beendet das halt nicht, wenn der Owlbear weg ist. Was ein bisschen doof ist, aber. Wir werden es überleben. Wirklich den ganzen Kampf über nicht. Dankeschön. Wieder 3000. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und das ist das Schöne, dass die gar kein Geld fallen lassen, sondern nur Gems. Sie wissen schon, was sich gehört. Und da ist er jetzt wieder nur Mistbeine. Nö. Wollen wir mal hier reingucken. Was habt ihr denn bewacht? Gar nichts. Wie geht's weiter? Na, noch ein Dark Elf Lord on the floor. It's a folded piece of paper with the title Avoiding Tower Traps. Do you pick it up and read it? Wenn das mal keine Falle ist. Who will read the note? Fafrit. The note says, One, do not read explosive runes. Two, explode. The paper then explodes. Auch gleich alle, wa? Ja, das ist ja nett. Das war sehr explosiv. Da würde ich sagen, rasten wir mal fix. Siehst du, Spiel? Hat uns überhaupt nichts ausgemacht. So, jetzt sind wir noch ein Level weiter unten. Gucken wir mal weiter. Und alle Patrouillen haben wir offensichtlich schon massakriert. Weil hier ist ja einfach keiner mehr. Hallo. You have found a mystical laboratory. In the center is a murky shallow pool, which smells of rotting vegetation. Do you go forward? Aber immer. The pool looks to be several feet deep, though you cannot see the bottom. Woher weiß ich denn, dass das several feet deep ist? Habe ich da einen Stock reingehalten? Do you reach into the pool? Okay, mache ich. Rotting around in the muck, you find a leathery ellipsoid about the size of a head. It is warm and pulses faintly. Aliens! Do you take it? Ja. Ja, danke Spiel für die Nachricht. Wir haben jetzt ein Drachenei eingesammelt. Ist schön, dass die Engine einem das nicht mal mitteilt. Also es gibt nicht mal eine Bestätigung. Naja, gehen wir weiter. Da geht's nach unten. Wir wollen erstmal hier gucken. Pig not found. Das ist ja auch schön. This area is guarded by Owlbears. Okay, es gibt noch den einen oder anderen Glitch, glaube ich. Pig not found. Das haben wir auch noch. Oh, du stehst da hinten aber äußerst ungünstig, Freund. Da müssen wir mal, das müssen wir mal anders machen.
Ne. Ja, lauf mal besser weg. So, jetzt müssen wir diese blöden Owlbears da mal wegkriegen. Du hast ja auch keine Fernwaffe. Mach den da mal weg, wir müssen da durch. Nee, blockiert das doch nicht ständig, das ist unpraktisch. Gut. Kommst aber auch immer noch nicht durch. So, jetzt wollen wir hoffen, dass der nicht trifft. Ah, shit! Fuck you! Gut, dann so. Na gut, hat ja gereicht. Dann ist ja alles gut. So, dann kannst du das auch mal machen. Gut. So, du kommst da jetzt durch. Kommst aber nicht zu dem blöden Typen hin. Weil der Depp. Wo bist du denn hingerannt? Hack Attack. Hier bist du. Guten Tag. Ach so, ja, da steht noch einer. Hab ich nicht gesehen. Tut mir leid, Fafrit. So, kann sich jetzt überhaupt noch irgendwer bewegen? Brian, jetzt mach du das mal. Du kannst dich nicht bewegen. Du kannst dich wieder bewegen. Du kannst dich jetzt auch wieder bewegen. Gut. Quatsch. Target. Nicht mehr hin. Ich wusste es, er muss noch zaubern. Ja. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber wir haben zum Glück unseren Rettungswurf geschafft. Du blöder Arsch. So, jetzt bringen wir den letzten blöden Bären da um. So, Dankeschön. Nochmal 3000 und danke. You have entered a very elegant bedroom. Red silk tapestries adorn the walls. The room is disarranged, as if someone had quickly packed. Do you want to take the time to loot? Jo. Nett, Dankeschön. Okay. Platinum lassen wir gleich liegen. Bandit Mail nehmen wir mit. Nö. A new freelance, a band of dark elf against you. Leads, Gott, dann bitte, bitte, bitte. Ja, da steht euch ein bisschen auf den Füßen, ne? Ja, das kenne ich. Kommt immer mal wieder vor.
Hallo. Okay. Dankeschön. Nö. Share. Exit. Nö. Surfer Smell assaults you as you meet Salamanders. Aha. Nur die drei. Gut, damit können wir leben. Wenn wir denn treffen. Schön. Nö. Das war nicht so viel. Okay, ich sehe schon. Hier müssen wir uns häufiger prügeln. Das scheint das Feature dieses Raums zu sein. Ja. So. Mit dir. Danke, Mausling. Habt ihr noch mehr? Ja, auf jedem Schritt. Das ist ein verdammter Mistraum, würde ich mal so sagen. Schild aus, Lanzett aus. Ups. Ja, da bin ich gerade auf die Aufnahmetaste gekommen. Entschuldigt den kleinen Holperer. Befindet sich alles an meinem Numpad. Das ist ein bisschen ungünstig für diese Spiele zugegebenermaßen. Wenn man ein bisschen grobmotorisch veranlagt ist. Aber das wird zusammengeschnitten und wahrscheinlich dürfte man gar nicht allzu viel sehen von dem. Im Abbruch der Aufnahme. Das war blöd. Das ist auch blöd, aber egal. Ja, bitte, mach dein Ding. So, du bist jetzt auch glücklich. Och, Leute, das ist doch so schwer ist das nicht. Das ist nur ein bubbliger. Na also. Und tschüss. Nö. No. Gut, machen wir mal Search aus und dann auch. Offensichtlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, reicht das mal hin für dieses Video. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bei dem Abstieg den Turm hinunter. Und müssen ja irgendwann noch den guten Drakandros mal die Leviten lesen. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss.